Ja, ist ja ein bisschen verrückte Situation. Ich glaube, wir haben jetzt nach 3 Spieltagen in der Champions League die meisten Tore geschossen von allen Mannschaften. Dass man dann in der Bundesliga so hinterherhinkt mit dem Torschießen, ist ein bisschen grotesk, die Situation. Stuttgart ist eine schwierig zu bespielende Mannschaft. Ich habe da auch Respekt vor der Arbeit des Kollegen, der aus meiner Sicht, ich mag die Art des Fußballs, ist ja nichts Neues. Also manche mögen eben halt das ein Querpass-Festival zwischen den Innenverteidigern, aber das ist nicht mein Fußball und ich glaube auch nicht der von dem Kollegen. Deshalb habe ich Respekt davor, dass er so mutig agieren lässt, auch wenn eben halt die Ergebnisse sich nicht immer eingestellt haben. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir Tore schießen, Spiele gewinnen, damit wir einfach vorwärts kommen, auch in der Bundesliga. Auch bis zur Winterpause ausfallen wird Tin Yedwai, hat sich leider eine erneute Verletzung an derselben Stelle zugezogen, war ja auf dem Weg zurück in die Mannschaft und ist jetzt natürlich eine katastrophale Nachricht für ihn und auch für uns, dass er eben halt jetzt erneut sich verletzt hat. Aber auf jeden Fall haben wir gestern eine Bildgebung gemacht, Kernspind, und ist eine schwerwiegende Sehnenverletzung an der gleichen Stelle und wird definitiv dieses Jahr für uns kein Spiel mehr machen können. Und da werden wir natürlich auch alle Spezialisten hinzuziehen, weil das natürlich etwas ist bei einem sehr jungen Spieler, wo man jetzt, wenn man sich dreimal an der gleichen Stelle verletzt, so ein bisschen auch darauf achten muss, dass wir die Karriere des Spielers im Auge behalten.